Vor etwa 20 Jahren, bei einer Gartenarbeit, habe ich an der rechten Schulter vermutlich einen Sehnenriss zugezogen. Und der Arzt hat den Physio verordnet. Und mit dieser Physio haben wir die Schmerzen weggebracht. Und ich konnte gut damit leben. Vor anderthalb Jahren haben die Schmerzen sich wieder stark bemerkbar gemacht. Erste Anzeichen habe ich verspürt, so Druckgefühl in den Schultern. Ich hatte das Gefühl, es hätte etwas drin. Und weiter beim Arbeiten mit der Maus am Computer. Es hat immer Schmerzen gemacht an den Schultern. Und schlussendlich beim Schlafen in der Nacht bin ich verwacht, hatte Schmerzen, Lähmungserscheinungen im Arm. Und ich habe keine Position gefunden, um die Schmerzen wegzubringen. Also im Dezember 2016 bin ich zum Arzt. Und er hat mich in ein MRI geschickt. Der Befund bei dem MRI war dann, dass ein freier Gelenkkörper im Gelenk drin hat. Die Oberfläche der Kugel ist praktisch ohne Gleitschicht und es hat ausgesehen wie eine Mondlandschaft. Daraufhin hat der Arzt eine arthroskopische Operation gemacht. Das Gelenk hat darauf aber sehr gute Beweglichkeit wieder erlangen. Die Schmerzen sind weg gewesen. Und plötzlich hat das wieder zugenommen, die Schmerzen. Das war nicht mehr zum Aushalten gewesen. Daraufhin hat der Arzt Prothese empfohlen. Im Dezember 2017 hat man die Operation durchgeführt und ich habe sehr gute Ergebnisse bis zum heutigen Tag. Ich bin sehr zufrieden, der Verlauf war ganz gut. Meine neue Schulter, die fühlt sich einfach super an. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut rauskommt. Ich bin sehr zufrieden, ich bin happy, ich kann wieder alles machen. Ich habe mir eine Checkliste geschrieben, die ich in meinem Portemonnaie herumgetragen habe und all diese Sachen, die nicht mehr gegangen sind, die gehen heute wieder. Um meine Schultern fit, beweglich und gesund zu halten, mache ich Gymnastik, gehe viel schwimmen, tue sie kräftigen und bei der Ernährung schaue ich dazu, dass der Körper nicht mehr so stark übersäuert ist. Also in meinem Beruf als Polizist gibt es jetzt keine Einschränkungen mehr. Ich kann wieder gut schiessen mit dem Arm. Ich kann jemanden im Fesselgriff nehmen, wenn es nötig ist. Ich kann auch Absperrungen herumtragen. Ich kann meine Hobbys wieder betreiben, wie Töff fahren, schwimmen, biken. Alles läuft wieder super. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Schulter.